Lassen Sie uns in die faszinierenden Bereiche des Universums eintauchen, während wir die Frage erforschen. Was existierte vor dem Urknall? Urknall. Stellen Sie es sich eine weite und unendliche Leere vor. Dann eine Explosion von unvorstellbarem Ausmaß, der Urknall, der das Universum, wie wir es kennen, hervorbrachte. Zeit, Materie, all dies sprang aus diesem einzelnen Ereignis hervor. Aber was gab vor diesem kosmischen Morgengrauen? Eine unendliche Leere, ein anderes Universum oder vielleicht etwas, das wir noch nicht einmal zu verstehen beginnen, frage. Was existierte vor dem Urknall? Hat Generationen von Wissenschaftlern, Philosophen und Neugierigen geplagt. Sie stellt unsere Vorstellungen Zeit und Existenz in Frage und führt uns auf den komplexen und doch faszinierenden Weg der theoretischen Physik und Kosmologie. Also meine Mitforscher des Unbekannten, bereiten Sie sich darauf, kosmische Mysterien einzutauchen. Denken Sie daran, dass wir auf unserer Reise durch Theorien und Spekulationen die Grenzen des menschlichen Wissens überschreiten und sogar in Gebiete der Vermutung eintreten, die selbst die Klugsten unter uns nur vorsichtig betreten. Bereiten Sie sich darauf vor, Ihre Vorstellungskraft zu erweitern, während Sie sich auf dieses Abenteuer ins Unbekannte begeben. Um zu verstehen, was passiert ist, müssen wir zuerst den Urknall selbst verstehen. Stellen Sie es sich so vor, vor etwa 13,8 Milliarden Jahren war unser Universum ein extrem heißer und dichter Zustand, ein einzelnes Wesen, das kaum verständlich war. Dann, in weniger Zeit als ein Augenzwinkern, begann es sich rapide auszudehnen. Dieses Ereignis, diese Explosion von Wachstum und Energie, dies ist, was wir den Urknall nennen. Aber der Urknall war keine Explosion im herkömmlichen Sinn. Es war nicht so, dass Materie in den besten Händen Raum explodierte. Nein, der Urknall war die gleichzeitige Schöpfung von Materie, Energie, Raum und sogar Zeit selbst. Im Grunde genommen Elemente, die unser Universum ausmachen. Diese Theorie, die Urknall-Theorie, ist die allgemein akzeptierte Erklärung für den Ursprung des Universums. Sie wird durch reichliche Beweise wie die Rotverschiebung ferner Galaxien und die kosmische Mikrowellenhintergrundstrahlung gestützt. Die Rotverschiebung zeigt uns, dass das Universum weiterhin expandiert und sich Galaxien voneinander entfernen. Im Gegensatz dazu ist die kosmische Mikrowellenhintergrundstrahlung ein Schnappschuss des Kosmos kurz nach dem Urknall, ein Babyfoto des Universums. Aber so perfekt die Urknall-Theorie auch sein mag, sie lasst uns immer noch mit mysteriösen Fragen zurück. Alles, was wir wissen, alles, was wir beobachten und messen können, begann mit dem Urknall. Was aber war davor? Was war vor Materie, Energie, Raum und Zeit? Also der Urknall, den Beginn unseres Universums markiert, was existierte dann vorher? Das Konzept des vor dem Urknall kann schwierig erscheinen. Wenn wir überlegen, was das Wort vor bedeutet, ist es deshalb, weil wir es verstehen, die selbst mit dem Urknall begonnen hat. Es ist wie fragen, was nördlich vom Nordpol ist, das Konzept von vor mag nicht in dem Kontext, den wir normalerweise verstehen. Unser traditionelles Verständnis von Zeit ist linear, mit einer klaren Reihenfolge von Ereignissen, die aufeinander folgen. Aber dieses Verständnis stammt aus dem Urknall, dem Startpunkt von Raum und Zeit, wie wir sie kennen. Wenn wir also fragen, vor dem Urknall war, versuchen wir, unser lineares Zeitkonzept auf eine Zeit anzuwenden, die nicht denselben Regeln folgt. Einige Theorien schlagen vor, dass unser Universum eines von vielen in einem Multiversum sein konnte, jedes mit seinem eigenen Urknall. Andere Theorien schlagen ein zyklisches Universum vor, in dem der Urknall immer wieder geschieht, neue Universen erschaffend. In diesen beiden Szenarien hat das Konzept von vorwollig andere Bedeutung. Stellen Sie sich vor, unser Universum ist eines vielen in einem Multiversum. Dann ist der Urknall der Beginn unseres Universums, aber nicht unbedingt der Beginn von allem. Andere Universen konnten zu verschiedenen Zeiten ihren Urknall gehabt haben. Was das Konzept von vor, relativ zu jedem Universum, oder stellen Sie sich ein zyklisches Universum vor? Wenn unser Universum das Neueste in einer Reihe von Universen ist, die aus dem Urknall hervorgegangen sind, wäre unser vor dem Urknall das Ende des Universums. Aber weil unsere Zeit mit jedem Urknall beginnt, wäre das Konzept von vor nicht linear, sondern zyklisch. Nur Theorien und Sinn bewiesen, aber sie bieten faszinierende Möglichkeiten dafür, was vor dem Urknall bedeuten konnte.
Sie fordern unser Verständnis von Zeit heraus und ermutigen uns, über den Rahmen hinauszudenken, den wir normalerweise verwenden. Von wo stellt unsere Vorstellungen von Zeit und Raum in Frage? Es lädt uns ein, unseren Geist für neue Ideen und Möglichkeiten zu öffnen. Und es erinnert daran, dass unser Verständnis des Universums sich immer noch weiterentwickelt und dass es noch viel zu entdecken gibt. Theorien und Spekulationen darüber, was vor dem Urknall existierte, sind in der wissenschaftlichen Gemeinschaft weit verbreitet. Einige von ihnen sollten wir uns ansehen, wobei immer zu bedenken ist, dass sie derzeit nur spekulativ sind und keine feststehenden Tatsachen. Zunächst gibt es das zyklische Modell. Diese Theorie schlägt vor, dass das Universum nicht plötzlich durch den Urknall entstanden ist. Stattdessen geht sie davon aus, dass das Universum kontinuierliche Zyklen von Expansion und Kontraktion durchläuft. Dies würde bedeuten, dass es vor dem Urknall vielleicht Universen gab, die unserem ähnlich waren und dass sie sich zu einem Punkt zusammensogen, um erneut zu explodieren und sich auszudehnen. Die zweite Theorie, die wir uns ansehen werden, ist die der Multiversen. Dieses Konzept führt ein gewisses Maß an Gehirnverdrehung ein. Es schlägt vor, dass unser Universum, das im Urknall entstanden ist, nur eines von vielen, vielleicht unendlich vielen Universen ist. In dieser riesigen Universumslandschaft kann jedes Universum seine eigenen physikalischen Gesetze, seine eigene Materie und seinen eigenen Urknall haben. Schließlich mochte ich kurz die Quantengravitationsmodelle erwähnen. Diese Theorien versuchen die Quantenmechanik, die sich mit sehr kleinen Dingen beschäftigt, und die allgemeine Relativitätstheorie, die sich mit sehr großen Dingen beschäftigt, in Einklang zu bringen. In einigen von diesen Modellen existiert das Konzept der Zeit nicht am Punkt des Urknalls. Daher ist die Frage, was vor dem Urknall existierte, eine Frage, die ebenso wenig Sinn macht wie die Frage, was nördlich vom Nordpol liegt. Theorien sind faszinierend, aber sie sind noch nicht bewiesen, und die Frage bleibt offen für weitere Untersuchungen. Die Erforschung dessen, was vor dem Urknall existierte, geht weiter. In dem majestatischen Teppich des Universums enthüllt jeder Faden, den wir sehen, ein weiteres Geheimnis und sieht uns tiefer in das Gewebe des Universums. Heute nutzen Wissenschaftler die Kraft modernster Technologien und innovative wissenschaftliche Methoden, um eine Frage zu erforschen, die seit dem Anbruch der Zeit in den Herzen aller Menschen tief verwurzelt ist. Was existierte Urknall? Betrachten Sie dies. Wir stehen am Rand einer neuen Ära wissenschaftlicher Entdeckungen. Wir schauen mit immer raffinierteren Werkzeugen ins Universum. Zum Beispiel gibt es Hochleistungsteleskope, die in weit entfernte Teile des Universums blicken können, und Quantencomputer, die in der Lage sind, komplexe kosmische Phänomene zu simulieren. Mit diesen Werkzeugen beginnen wir, das Universum auf eine Weise zu begreifen, die unseren Vorfahren unmöglich erschien. Aber dies ist keine einsame Reise. Nein, es handelt sich um eine gemeinschaftliche Anstrengung. Wissenschaftler aus verschiedenen Disziplinen kommen zusammen, um ihr Wissen und ihre Expertise zu bündeln und die Grenzen dessen, was wir über das Universum wissen, zu erweitern. Sie erforschen Theorien, die unsere Verständnis von Zeit und Raum herausfordern, zum Beispiel das Konzept der Multiversen oder die Idee, das nur eines von vielen ist. Aber trotz unserer besten Bemühungen und der fortschrittlichsten Technologie bleibt die Frage bestehen, was existierte vor dem Urknall? Das ist eine Frage, die unser Verständnis des Universums und unseren Platz darin herausfordert. Es ist eine Frage, die uns einlädt zu erforschen, zu lernen und zu wachsen. Es ist eine Frage, die wir trotz ihrer Komplexität mit hartnäckiger Neugierde weiter verfolgen. Tatsächlich gibt es keine definitive Antwort, aber das macht die Erforschung nur umso faszinierender. Jede Theorie, jede Entdeckung, jede unbeantwortete Frage ist ein weiterer Schritt auf dieser erstaunlichen Entdeckungsreise. Je tiefer wir in das Unbekannte eindringen, desto mehr entdecken wir nicht nur über unser Universum, sondern auch über uns selbst. Auch wenn es noch keine definitiven Antworten gibt, ist die Reise, sie zu entdecken, gleichermaßen faszinierend. Also, was existierte vor dem Urknall? Die Antwort darauf bleibt eines der größten Mysterien unseres Universums. In diesem Video haben wir eine Reise durch das Universum unternommen, Vorstellung vom Urknall erforscht, über Konzepte von dem nachgedacht, was davor war, und verschieden und Vermutungen genossen. Wir haben entdeckt, dass das vorher möglicherweise nicht auf die Weise existiert, wie wir es wüssten.
Wir haben uns in die Idee eines zyklischen Universums vertieft und sogar das Konzept erforscht, dass das Universum sich selbst gebiert. Aber trotz dieser faszinierenden Theorien bleibt die Frage, was existierte dem Urknall? Dies ist ein offenes Forschungsfeld, auf dem auf der ganzen Welt versuchen, die Teile zusammenzufügen. Indem wir weiterhin Fragen stellen und Theorien formulieren, kommen wir einen Schritt näher zum Verständnis der Ursprünge des Universums. Manchmal können wir vielleicht sogar Geheimnisse enthüllen, die unsere Wahrnehmung der Realität verändern können. Danke, dass Sie uns auf dieser kosmischen Reise begleitet haben. Abonnieren Sie, mehr Videos zu sehen, während wir weiterhin die Mysterien des Universums gemeinsam erforschen.